jeder weiß und rechnet damit, dass es Tote geben wird. Es wird Todesfälle durch diesen Beschluss, dass die Schüler jetzt wieder zur Schule müssen und dass die Abiturienten und die Viertklässler jetzt wieder Schule machen müssen. Dadurch wird es Tote geben in den Familien. Das ist ganz klar. Damit müssen wir rechnen. Das ist einfach. Ja, verstehe ich nicht. Es ist ja, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür, wie man da irgendwie. Und auch der Kommentar, ja. Aber da sind ja Psychologen da, da könnt ihr jetzt zu den Psychologen gehen. Das ist ja. Ja. Sag mal, geht's noch, Frau Ministerin? Die Schulpsychologen sollen jetzt unterstützen. Ich habe auch mitgekriegt, dass man anscheinend pensionierte Lehrer wieder zurückholen soll, um die Risikogruppe. Die Risikogruppe. Die 60, 70-jährigen Lehrer. Das war auch die Sache, wo ich mir gedacht habe, ja, wie wär's mit nein? Ja. Die Schulpsychologen sollen das regeln, die Psychologen sind jetzt da, die können das machen. Ja, Kevin, dein Vater ist gestorben, weil du in der Corona-Krise zur Schule gegangen bist, um deinen Abschluss zu machen. Ist doch nicht so schlimm. Du hast doch jetzt einen Abschluss, das ist doch. Weine doch nicht, Kevin.